Leute, hier ist wieder Vanessa und Max. Und heute ein kleines Workout mit einer Matte, mit einer Decke, wie ihr euch das möchtet. Wir haben jetzt uns die Matten zusammengerollt und ein kleines Gummiband drin gemacht. Ihr könnt aber auch eine Decke zu Hause nutzen oder das Ganze ohne machen, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Und dann fangen wir gleich an. Ihr stellt euch in etwas breiteren Schulterstand und dann gehen wir tief, setzt die Matte unten ab, kommt wieder hoch. Brustet schön stolz, Hüfte geht tief. Ausatmen hoch, einatmen tief. Damit ihr erstmal ein bisschen warm werdet. Oder ist der schon warm, mal drin? Nee, noch nicht. Noch nicht? Noch nicht, kommt schon. Wie schnell machen wir es heute warm? Sehr schnell, sicher. Leidet unten, Matte nicht ganz absetzen. Oder Decke, je nachdem was habt ihr, dann ziehen wir die Fersen nach oben. Setzen die Fersen wieder ab. Ziehen die Fersen wieder nach oben. Fersen wieder absetzen. Fersen wieder hoch. Halten hier noch 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen, kommen wieder hoch und zurück. Wir gehen mit den Füßen etwas enger zusammen. Gehen in die gleiche Kniebeuge und ziehen die Matte nach oben über Kopf. Ziehen die Matte wieder tief. Ausatmen hoch, einatmen tief. Und dann probiert schön mit der Matte hinter eurem Kopf zu kommen. Von der Reichweite, von der Längsachse. Wieder auf die Schulterblätter, Schulter, Brust. Würden es heute merken. Oder weil es auch merkt. Ja, wir bleiben oben und ziehen jetzt die Matte zur Kopfmitte. Strecken wieder nach oben auf. Ziehen ran, strecken. Einatmen, ausatmen. Einmal haben wir noch. Oben halten, weil Vanessa Schulter wäre langsam schwer. Arme wieder tief. Oberkörper weiter nach unten. Ziehen jetzt die Matte zum Bauchnabel ran. Schulterblätter zusammen. Brust schön stolz lassen. Ausatmen, ziehen. Einatmen, locker lassen. Wer mehr möchte, kann es auch mit Wasserkasten machen. Tut sich 12 Wasserflaschen rein. Und hat dann ein Stückchen schwereres Gewicht als die Matte. An alle Mütter und Väter, ihr könnt natürlich auch eure kleinen Kinder nehmen, damit rudern. Da wird es zwar ein Stückchen schwer. Halten hinten. Brust wieder schön raus, Schulterblätter zusammen. 3, 2, 1. Lock lassen nach oben. Kurz ausschütteln. So, jetzt dürft ihr euch warm sein, wann ist das? Ja, es ist warm. Rückenmärkte, Ober- und Unterarm, Rücken. Und dann fangen wir jetzt doch an mit der Schulter. Matte wieder zur Hand. Dann nehmt ihr die Matte nach vorne auf Schulterhöhe. Und das machen wir jetzt genau 20 Minuten, mal sehen, wer länger halten kann. Ja, ihr habt noch 10, 9, 8, ihr habt schon bei Vanessa in den Augen gesehen, dass es sehr angstvoll war. Ja. Wir drehen uns den Oberkörper nach links. Versucht die Hüfte schön stehen zu lassen. Könnt ihr daran sehen, wenn eure Hose sich bewegt, dreht ihr auch durch die Hüften. Und andere Seite, rechte Seite. Hüfte bleibt wieder stehen. Hose bewegt sich wieder nicht. Arme bleiben schön auf Schulterhöhe. Die Matte wird schwer. Wenn ihr das jetzt noch mit Wasserkasten durchhält, gut ab. Nehmt lieber eine Wasserflasche dann drauf. Mitte! Vanessa, die will mir schon wieder absetzen. Wir gehen mit der Matte nach unten, Oberkörper nach unten, hier beugen. Und drehen uns jetzt genauso wieder. Nach links. Dreht euch den Oberkörper. Brustwirbelsäule mit in die Rotation. Wenn es so schwer wird, legt die Matte ab. 5, 4, 3, 2, 1. Seitenwechsel, bevor Vanessa hier zusammenbricht. Und hier auch wieder 10 Sekunden. Oberkörper dreht sich wieder schön. Brust schön stolz. Arme sind. Lang, 3, 2, 1, Mitte. Und noch einmal lang nach vorne. Lasst den Oberkörper schön unten. Und dann spürt nochmal schön euren Rücken, eure Schulter. 5, 4, 3, 2,
1. Arme locker. Unterarm auf den Oberschenkel. Setz die Matte kurz ab. Entlastet kurz euren Rücken. Vanessa, ist hier warm? Ja. Gut. Wir hoffen, euch ist auch warm geworden zu Hause. Wir hoffen, ihr spürt auch alles. Ja, ich auch. So, das war Runde 1. Runde 2, Vanessa. Los geht's. Matte zur Hand. Wir kommen wieder nach vorne. Jetzt gehen wir gleich mit den Füßen etwas breiter, schulterbreit. Und kombinieren jetzt gleich den tief nach unten. Hüfte geht tief, Hüfte geht tief, Hüfte geht tief, tiefer, 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 halt. Oberkörper nach links. Und schön halten. Oberkörper nach rechts. In die Mitte. Arme nach oben. 3. 2. 1. Hüfte hoch, Arme bleiben. Der Pausenbaum macht wie Vanessa die Arme locken. Oberkörper dreht sich nochmal. Hüfte bleibt fest. Nach links. Und nach rechts drehen. Durchschalten, Arme wieder leicht jetzt wieder. Mitte. Arme langsam nach unten. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, locker lassen. Sehr schön. Wir gehen mit der Matte nach unten, legt die Matte auf eine andere Matte oder auf eine Decke, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Weiche Teppich geht genauso. Und dann kommt locker nach unten. Ich mache mal das nächste Lied an, nicht, dass es hier noch weiter. Jetzt kommt erstmal der entspanntere Teil. Schön. Wir gehen erstmal auf die Knie. Wir setzen uns erst auf die Fersen nach hinten. Okay. Hände nach vorne auf eure Matte. Und dann rollt eure Matte nach vorne. Rollt eure Matte wieder rein, Fuß wieder auf. Nach vorne rollen. Wieder zurück. Würde jetzt auch funktionieren mit einem Ball zum Beispiel, wenn ihr jetzt keine Matte zur Hand habt. Dann rollt ihr schön lang nach vorne auf. Wieder locker zurück. Ihr seht, da Vanessa ist ein bisschen mobiler. Das kann sein. Einmal haben wir noch und dann gleich gleich vorne. Schieben die Hüfte nach vorne, Hände gehen unter die Schulter. Ihr könnt auch gerne nochmal die Matte zwischen Hand drücken. Dann ziehen wir. Knie nach oben halten. Bauch ist schön fest, Rücken ist schön fest, Gesicht schön anspannt. Dann nur locker halten. Dürfte für den einen oder anderen schon etwas schwerer sein. Vanessa, die zittert schon. Und dann streckt ihr den rechten Arm zur Seite nach außen. 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. Linker Arm. 5, 4, 3, 2, 1, wird wieder halten. Wird schon anstrengend? Ja. Rechtes Bein nach oben. Wieder absetzen, linkes Bein nach oben. Wieder absetzen. Jetzt diagonal. Rechte Hand, linkes Bein. Fangt mit einer Seite an. Dann kommt locker hoch. Wechsel. Ihr könnt natürlich auch nur halten, wenn euch das anspruchsvoll ist. Absetzen, nur noch halten. Letzten 10 Sekunden. Nein. Oh, lange 10 Sekunden. Sein. Eins. Absetzen. Locker lassen, nach hinten setzen. Komm mal wieder nach oben. Lass kurz die Handgelenke locken. Und dann drehe einmal eure Matte. Relax. Und dann geh mal in den letzten zwei Dehnbewegungen rein. Mobilität.
Ihr setzt euch auf eure Matte drauf. Das Knie kommt nach vorne, sodass das Knie über die Matte hinaus hängt. Das Knie im 90-Grad-Winkel. Dann streckt ihr euer linkes Bein oder rechtes Bein, das jetzt hinten ist, nach hinten aus. Richtet euch schön gerade aus. Dann schlitzt erstmal gerade euch auf. Versucht die Hüfte so tief wie es geht zu bekommen, wie die hinten ist. Dann merkt ihr schön, wie es im Gesäß zieht. Oder man das aus. Dann gehen wir langsam Stück für Stück nach unten zum Knie mit der Nasenspitze. Ihr dürft auch mal den Schmerz genießen. Geht ja, ne? Ja. Dann drückt man wieder hoch. Ziehen das Bein hier rein. Und wechseln die Seite. Legt eure Matte auf die andere Seite. Setzt euch wieder drauf. Knie wieder 90 Grad Winkel. Bein hinten wieder ausstrecken. Hüfte wieder gerade. Und immer wieder Stück für Stück tiefer nach oben. Gibt es immer eine gute und eine beste Seite. Ihr dürftet eigentlich relativ schnell spüren, welche eure gute Seite ist. Stück und langsam wieder hoch. Mit Stolz. Zieht das Bein wieder an. Wir setzen es gleich auf unsere Matte drauf. Strecken Beine weiter. Beide Beine aus, legen das rechte Bein mit dem Knöchel unter die Kniekehle des linken Beins, ziehen das linke Bein so weit an, wie es geht, nehmen die Arme nach oben und lassen uns dann im Oberkörper nach vorne fallen, ohne dass wir die Füße, die Knie irgendwie verändern. Theoretisch möglich, ihr könnt bei Vanessa mal gucken, dass die Nasenspitze auch zum Boden kommt. Je nachdem, wie oft du das schon geübt hast. Vanessa macht das jeden Tag. Also na, nicht so ganz. Da ist schon ein bisschen Übung gefragt. Wir ziehen uns wieder zurück. Strecken uns nochmal nach oben aus. Lösen uns die Hände wieder. Linke Bein nach vorne, rechte Bein nach vorne und wechseln das Ganze. Linke Bein mit dem Knöchel unter den Kniekehle, rechtes Bein so weit rangehen, dann ziehen, wie es geht. Arme wieder hoch. Dann lassen wir uns wieder langsam Stück für Stück nach vorne. Dehnung nicht nur für Gesäß, Hüfte, sondern auch unteren Rücken, komplett zum Entspannen. Fällt euch wahrscheinlich beim Anfang, immer ein bisschen schwerer, als wenn ihr das schon regelmäßig macht. Aber alle, die unsere Kurse besuchen, die kennen ja die Übung. Dann halten wir hier noch drei Atemzüge. Und langsam wieder nach oben. Strecken uns nochmal. Das rechte Bein hoch, das linke Bein hoch. Den Arm wieder locken. Dann wünsche ich euch noch einen schönen vierten Advent. Bis zum nächsten Workout. Macht danach gerne noch einen Workout, den Workout, Sixpack Workout und dann sehen wir uns beim nächsten Workout wieder. Macht's gut. Ciao.